ob das jetzt sozusagen nur mal so drin ist. Aber müsste eigentlich halt die sein. Auch alles HD. Okay, jetzt haben wir viel zum Abfahren. Und da muss ich jetzt aber die Minimap in der Tat anlassen, weil ich check, die Karte ist schon so nicht. Also noch weniger mit in HD. Fahre ich denn die jetzt ab? Fahre die mal so rum. Wie gesagt, falls ihr euch denkt, wo sind denn die Border, ich habe die ausgeschalten. Könnt ihr ganz einfach im Menü anschalten. Dann entweder gepunktet oder als Wand, wie ihr lieber. Aber ich kann euch jetzt hier nicht mal viel dazu sagen, zu Änderungen, weil ich spiele kaum Zehnergefechte. Deswegen habe ich die Karte jetzt echt nicht so im Kopf, dass ich sagen könnte, wo hat sich jetzt hier was verändert. Also das hier die Fachleute unter sich dann ausmachen. Auf jeden Fall ist das schon eine massiv große Karte. Philipp, vielen Dank für den Follow, willkommen. Warte erstmal die Außenlinien ab. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht so firm auf der Karte, aber die Texturen oder sowas oder der Boden, das ist jetzt zwar alles auf HD, aber ich habe das Gefühl, vom Gameplay oder vom Kartendesign hat sich gar nichts verändert. Nosferatu, ich bin seit August 17 kein Community-Contributor mehr. Ich habe doch das abgegeben. Deswegen bin ich bei sowas komplett raus. Also ich sehe keinen Unterschied auf der Karte. Schaut zwar alles gut aus. Aber spieltechnisch sehe ich keinen Unterschied. Aber gut, die Karte ist ja noch nicht so alt, dass also ich denke mal, wir werden wahrscheinlich noch nicht so ganz viele große Probleme mit der Karte haben. Wir gleich hätten überarbeiten müssen. Here comes the money. Here we go. Oh, money talks. Here comes the money. Money, money, money. Hast du die BC25T? Die habe ich, Nike. Die habe ich. Aber wie gesagt, ich spiele selber seltenst 10er, aber ja, die habe ich. Ah, okay, die wurden entschärft. Erlin, alles klar. Wie gesagt, ich bin da wirklich aus dem Ganzen raus. Ich finde sowas schön wie hier, so diesen kleinen Hafen. Genau, top bei den Hype für Nike nochmal 3 Euro da gelassen. Dank dir, mein Lieber. Wenn ich die Karte spiele, spiele ich meistens eh hier in der Mitte rum. Oder hier in der Karte, in der Stadt meine. Das ist ein schöner Weg hoch. Also optisch
gefällt mir der Teil hier ganz gut. Auch der Cap. Da, ich finde es eigentlich ganz, ganz gut, wenn der Cap sozusagen so militärisch aussieht und ja, einfach sozusagen irgendwas Besonderes hat. Aber sonst, wie gesagt, hat sich hier wenig getan auf der Karte. Paul, bleib entspannt. Mal nebenbei erwähnen. Kann ja jeder seine Meinung haben, was er will. Der eine sagt, zerstörbare Häuser wär super geil, weil es ihm einfach von der Grundidee gut gefällt. Bei dem anderen sagt er, das ist halt Quatsch. Kommt immer drauf an, wie man es halt einbaut. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel Battlefield mir mal anschaue, wo das ja sehr gut gemacht hat, mit zerstörbaren Objekten, kommt immer drauf an, wie das halt vom Game Design gewollt ist. Man da jetzt sich 20 Minuten lang oder eine halbe Stunde lang komplett eine Diskussion gibt, wo keiner am Ende des Tages nachgibt, weiß nicht, ob die sinnvoll ist bei euch beiden. Gut. Ja. Aber hier, Karte gesehen. Karte ist okay, aber hat mich ja noch nie so richtig gekickt. Die Musik ist definitiv viel besser.